Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video von mir, eurem Hodenkrebscreme. Und zwar, war ja letztes Mal eine kleine Umfrage, welches Texture-Pack wir jetzt nehmen wollen. Und, ich kann eigentlich jetzt im Nachhinein sagen, also natürlich bin ich glücklich drüber, aber es hat sich einiges geändert und zwar ist das Flow City Texture Pack jetzt wieder auch für die 1.1 in Minecraft verfügbar. Er ist wieder zurückgekommen, er hat es wieder hochgeladen, gepatcht und alles. Und aus diesem Grund bleibt natürlich die Frage offen, welches anderes Texture Pack wir jetzt nehmen. Ist natürlich ganz klar, wir bleiben beim Flow City Texture Pack, wenn es jetzt schon wieder da ist. Denn ich finde, das ist eigentlich für Minecraft Let's Play das Beste. So, bevor wir jetzt noch irgendwie gleich hier in das Let's Play oder so einsteigen, möchte ich auch noch gerne, denn dieses Video ist eigentlich ein Spezial, einerseits eben, ja, wir bleiben bei dem einen Texture Pack und ich habe mir heute in der Früh ein bisschen Zeit genommen und habe mir eine kleine Welt gemacht und in die werden wir jetzt mal reinschauen. Ihr seht schon den Namen, Texture Pack Mac, Map. Gibt in Sicherheit bessere und alles andere, aber ich habe jetzt selber mal eine gemacht. Wir werden jetzt da mal reinschauen. Ich werde jetzt die Ladezeit kurz abbrechen, damit wir dann gleich einsteigen können. Also, wir sehen uns gleich, wenn wir drüben sind. So, und da sind wir jetzt auch schon wieder. Ja, so starten wir hier auf einer leeren Sandstein-Map. Bisschen generieren lassen hier. Sie ist nicht unendlich. Sie ist einfach nur im Prinzip das gleiche wie bei meiner Testwelt. Nur einfach hier habe ich ein bisschen rumgebaut. Ja, ihr seht schon, Hodenkrebscreme in Italien eingeritzt. Und ja, dann kommt man hier ganz schön zu einer Testwelt, beziehungsweise zu einer Texture Pack Testwelt. Ich muss noch kurz was zu der Anordnung sagen. Dazu gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen hier hoch. Und zwar, ihr seht vielleicht, dass das Ganze ein bisschen durcheinander ist. Hier sind die Half-Slabs. Hier drüben sind die anderen Half-Slabs. Wobei es hier hinten einfach aufhört. Das Ganze liegt daran, ich habe das Ganze im Creative-Modus gebaut. Und zwar habe ich dann, weil da kann man die ganzen Items hat man da. Und ich habe quasi immer, das sind immer 8 gewesen. Dann kommt ihr diese Runterscroll-Leiste und ihr seht doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe quasi immer die obersten 8 genommen, dann die nächsten 8 und so habe ich es quasi immer bis ganz hinter gebaut, immer 2 Abstand, 2 Abstand, 2 Abstand. Je nachdem was es ist, hier zum Beispiel Gras habe ich dann einen freigelassen, damit man quasi ein bisschen mehr sieht. Da habe ich dann jeweils Bäume generieren lassen, hier sind, hier ist mal einer nachgewachsen. Blumen, hier wächst Efeu runter, das musste ich leider abdecken hier, weil man sonst das zu Eis geworden wäre. Ich befinde sich im Eisbiom, hier ist Mushroom, also Moosbiom. Und ja, so habe ich quasi hier alles eigentlich abgestellt. Auch verschieden dargestellt. Eigentlich alles quasi, was man so hat. So halbwegs. Treppen. Die Pistons habe ich auch ähnlich gemacht. Hier habe ich jeweils dann 2 gepowert. Und ja. Boote habe ich jeweils 2. Hier sieht man die verschiedenen Samen. Wie gesagt, normal wäre halt eigentlich das, wenn man es, ich sage jetzt mal richtig, sondern es ist ja auch richtig, ich habe es halt einfach nur nach dem kompletten System gemacht, quasi nach dem Inhalt von dieser Too Many Items Bar, sage ich jetzt einfach mal, das automatisch beim Creative Modus dabei ist. Und das sind halt dann hier die verschiedenen Samen ziemlich zum Schluss. Und ich habe es halt quasi einfach genau immer nach der Reihenfolge gemacht. Bei sowas habe ich immer 2 hingestellt. Ja, Schilder, ein bisschen Demo, Treppen habe ich immer so treppenartig gemacht. Leiter. Einfach so alles, was man hier quasi so eigentlich platzieren kann. Und ja, ein bisschen Bambus, hier muss ich auch wieder zudecken. Das ist natürlich Soul Sand und darauf wächst quasi Nether Ward. Aber den wächst natürlich nicht in der normalen Welt. Jeweils mit Flaschen ohne Flaschen. Übereinander gestellt mit Wasser ohne Wasser. Und ja. Das ist eigentlich das Ganze. Hier sind die ganzen. Ah, cool. Wenn sie unten stehen, kann man. Geht gar kein Ton raus. Cool. Interessant. Kisten. Auch ein bisschen was. Und ja.
So ist es eigentlich im Prinzip hier schon zusammengekommen. Einfach eigentlich alles, was man eben so platzieren kann, habe ich hier platziert. So gut es geht halt. Und ja, ich denke, also die Welt wird es zum Download geben. Ich habe auch in diese Welt ein paar Secrets eingebaut. Im Prinzip eigentlich genau zwei. Die werdet ihr, also ich habe ja extra das Ganze jetzt im quasi im Survival-Modus wieder rüber gechanged. Ich habe da so einen Game-Mode-Changer. Und ja, wer die Secrets finden will, kann natürlich sich einfach wild umherhauen und was weiß ich. Aber sonst normalerweise dürfte man sie eigentlich kaum, also eins dürfte man, ich habe zwei eingebaut, sagen wir mal so. Ein zweites darf man, dürfte, das eine dürfte man finden, das andere sage ich eigentlich, wenn man nicht, wenn man normal spielt, sage ich jetzt mal, also nichts abbaut und so, dann dürfte man es eigentlich nicht finden. Das zweite. Wer es findet, darf es gerne als Videoantwort posten. Ich kann natürlich schlecht überprüfen, ob er quasi mit Creative Modus oder alles kaputt gehauen hat und dann quasi so neu geladen hat und so getan hat. Oh, guck mal da. Aber ja, ist ja eigentlich wurscht. Ich hoffe, euch gefällt die ganze Map hier. Und ja, ihr bekommt sie so quasi dann zum Download. Da könnt ihr dann quasi die ganzen Texture Packs ausprobieren. Wir können ja auch mal kurz in ein anderes Texture Pack switchen. Nehmen wir mal zum Beispiel das Stock M Texture Pack. Dann Singleplayer Texture Pack Map. Und wir sehen es gleich wieder, wenn wir drüben sind. So, und ihr seht, hier sieht das Ganze gleich ganz anders aus. Hier sind viele Texturen übernommen worden, einfach nur. Finde ich auch nicht schlecht. Auch nicht schlicht, auch nicht schlecht. Nur, ja, also so kann man quasi alles schön anschauen, wie sowas aussieht. Hier sieht zum Beispiel Glowstone und der Netherrack ganz anders aus und auch der Soul Sand. Und ja, ich denke, so könnte das durchaus Spaß machen. Und quasi so kann man auch, wenn man selber mal ein Texture Pack zusammenstellen will, kann man sich dann hier ein bisschen nachschauen, wie das Ganze hier so aussieht. Natürlich bin ich mir sicher, es gibt schon einen Haufen von diesen Welten, aber ich wollte einfach selber mal ein bisschen rumbauen sozusagen und ja, mit meinen eigenen Secrets versehen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Ganze und ja, Download-Link ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Ich glaube schon wieder viel zu viel hier. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Minecraft-Video. Bis dahin, euer Hodenkrebscreme. Wünscht einen schönen Abend, macht es gut. Servus.